So, hallöchen, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei mir auf meinem Kanal. Ich bin's wieder, euer Mario Like Music. Das war jetzt einmal ein kleines Tutorial-Video von mir, beziehungsweise für neue Spieler, die in CSGO neu einsteigen. Wir sind gerade auf der Dust2-Map eingestiegen, die bekannteste und beliebteste Map im CSGO und wo auch im normalen CS und so weiter. Counter-Strike Global Offensive. So, wir sind jetzt hier am Terroristen spawn. Ich kann euch aber gerade nicht zeigen, welche Waffen man kaufen kann, weil die Runde schon gespawnt ist. Und zwar ist es ein Taktik-Shooter. Wir spielen 5 gegen 5 immer, also zumindest im Webcamp spielen. Man hat immer ein 5er-Team. Ich bin jetzt gerade auf der Terroristenseite. Wie schon gesagt, sie spielen immer 5 gegen 5 Leute. Was die Models und Skins angeht, ist das so, zeige ich jetzt mal meine Waffe. Ich habe im Moment zum Beispiel die AK-Static. Die Models sind in jedem Team unterschiedlich, auch auf der auf anderen Maps. Manchmal machen die bestimmte Kleidung an, die City Models, auch die Terroristen Models, das wechselt immer mal von Map zu Map. So, also was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist eigentlich mal von den Waffen, die man hier kaufen kann, ganz abgesehen. Es geht so, dass die Terroristen auf bestimmten Maps immer sozusagen die Spots einnehmen und die Bomben legen. Wie zum Beispiel jetzt ein A- und ein B-Spot auf der DAS-2-Karte. Auf anderen Karten gibt es auch immer zwei Spots. Es gibt aber auch Maps, da werden zum Beispiel die Geister befreit. Kann ich euch später auch mal zeigen. So, wir werden jetzt gleich mal hinten auf den Anfang vom Terroristen-Spawn nochmal gehen und versuche ich euch mal ein bisschen die Map zu zeigen. Was ich euch auf jeden Fall als neuen Spieler immer empfehlen kann, Leute, spielt am Anfang ein bisschen Deathmatch. So, ich habe mir jetzt gerade mal den Bot gemobst, das kann man nur zum Beispiel mit E machen. Wir laufen jetzt mal in den Spawn zurück. So, ich schreibe mich gerade ins E-Mail und zocken. Also wie gesagt, das hier ist Terroristen-Spawn. Hier fangen die Terroristen an, die Runde zu spielen. Ganz wichtig, Leute, CSGO ist ein Taktik-Shooter. Nur im Team kann man gut sein. Hier geht es ja zum Beispiel A lang. Also jede Position auf der Map hat eine bestimmte Bezeichnung, beziehungsweise die Spieler, jeder sagt es anders. Ja, es ist zum Beispiel Double Doors, beziehungsweise die meisten Spieler sagen A lang. Sowohl aus Terroristen als auch aus City Sicht gesehen. Ihr müsst ihr zum Beispiel aufpassen, wenn ihr anfangt als Terroristen zu rushen. Wenn ihr nicht direkt über die Mitte geht, können hier Mitte auf jeden Fall immer Leute hochkommen, da würde ich aufpassen. Deshalb würde ich immer hier lang laufen. Ich sehe gerade, das ist schlecht, weil die Runde immer neu spawnt. Wir müssen mal einen Server finden, wo keine Bots drauf sind. Ich mal gucken, wie schön Server, wo man nur die Map sieht. Na egal. Wir machen mal so weiter. Also auf jeden Fall, wenn ihr am besten schon bevor ihr hier das Tor lauft, werft immer oben drüber eine Flash oder auch ein Smoke ist ganz gut. Dass ihr ungefähr dahin, wo ich jetzt gerade hinziehe, dass die da ungefähr landet, das ist eigentlich schon ganz gut. Dann kann nämlich der gegnerische Sniper von den CTs, der meistens da irgendwie kann mit nichts machen, beziehungsweise der kann euch nicht da wegsnipen. So, hier rechts um die Ecke auch eine beliebte Camper-Ecke sozusagen. Hier könnte immer jemand hocken. Auch hier hinter dem Tor stehen öfters mal die CTs gerne rum. Dann, wenn ihr hier um die Ecke geht, auf entweder springt direkt so in die Kugel rein, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, positioniert euch von hier aus neu, guckt, aimt auf den Spot. Ist da keiner, könnt ihr nach vorne vorrücken. Oder auch wenn ich... Ach scheiße, das ist mir kann ich euch leider gar nicht zeigen. Ich dann nächste Runde machen. Zeige ich euch jetzt gerade, was ich meine. Laufen wir jetzt gleich wieder an die Position hin. Komm schon. Jetzt sind wir gerade Richtung B. Jetzt zeige ich euch das gerade mal schnell mit der Flash, zum Beispiel hier. So direkt rüber werfen oder zum Beispiel von hier eine Smoke kann man da reinlegen. So, hier an der Ecke ist jetzt gerade keiner. Das war die Smoke von mir. Auf dem Asport ist auch keiner. So, wenn ihr dann hier vorne seid, entweder könnt ihr hier um die Ecke Flashes werfen. Auf jeden Fall immer hier auf die Seite bei dem Auto hingucken, da stehen welche. Und ganz wichtig, da unten in der Mitte, ich schieße jetzt mal einen Sniper hin. Da steht eigentlich ziemlich jedes Mal, jede Runde ein Sniper.